Ja, moin moin Leute, euer nebliger Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 60 Parsecs. In der letzten Folge haben wir es richtig gut geschafft, wir haben richtig viel mitgenommen und wir haben lange genug überlebt, um auf einen Planeten zu landen, den wir noch nicht kannten. Und wie es jetzt weitergeht, das erfahren wir heute, jetzt, sofort. Das ist unglaublich. Oh, das Shuttle ist in Gefahr. Na, super, fängt schon super an, weißt du. Optimal, alles lief optimal und dann... Seht ihr das? Alles lief optimal. Ich hätte die Folge gestern nicht beenden dürfen. Ich hätte durchziehen müssen. Ah, es fängt ja super an. Das Shuttle ist in Gefahr, Captain. Wir befinden uns in der Flugbahn eines bösartigen Sturms mit einer üblen chemischen Zusammensetzung, die unsere Luftfilter beschädigen könnte. Sie müssen geschützt werden, doch die Funksteuerung funktioniert durch den von den Winden verursachten Mikroschaden nicht mehr. Sie müssen manuell geschlossen werden. Dieser giftige Tornado ist nah genug, dass es Selbstmord wäre, ohne die richtige Ausrüstung hinauszugehen. Wenn du etwas unternehmen kannst, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, Captain. Warum? Die Folge hat gerade erst angefangen und dann ist alles schon für den Arsch. Na, jetzt müsste Emmett auch zurückkommen, ne? So langsam. Emmett ist noch nicht zurück, ich bin verletzt. Captain, normalerweise ist der Instinkt, deine Gesundheit nicht aufs Spiel zu setzen, genau richtig. Doch in diesem Fall könnte es die falsche Entscheidung gewesen sein. Die giftigen Winde bliesen über das Shuttle und gelangten in unsere ungesicherten Luftfilter. Die chemischen Zusammensetzungen der Winde würde die meisten menschlichen Organismen sofort umbringen. Die Tatsache, dass du noch stehst, ist an sich schon ein Wunder. Ich hoffe nur, dass es nicht nur die Totenstarre ist, die gerade einsetzt. Zwinker bitte, wenn du mich hören kannst. Puh, was für eine Erleichterung. Ich dachte schon, es wäre um dich geschehen. Du wirkst nicht mehr energiegeladen. Du bist gefährlich verletzt, Ma'am. Das ist doch nicht dein Ernst! Du willst mich doch jetzt verarschen! Ah. Man versucht uns zu kontaktieren, Captain. Das Signal ist sehr wirr und schwer zu entschlüsseln, aber ich glaube, dass ich ein Bruchstück davon zu fassen bekommen habe. Es handelt sich um eine sich wiederholende Nachricht, die etwa so klingt. Kuh mag, wir mag, kein Kuh, kein mag. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Wenn es eine Art Rätsel ist, dann ist für dessen Lösung mehr unkonventionelle Denken vonnöten, als mir einprogrammiert wurde. Sollen wir hinsichtlich der Botschaft etwas unternehmen? Nein, es handelt sich höchstwahrscheinlich um die Statue. Guck mal da. Da war die Kuh. Weltraumentdecker? Achso. Captain, die merkwürdige Nachricht über den Kommunikator kam wieder und wieder, aber du hast dich entschlossen, nichts zu unternehmen. Irgendwas darin ließ dich mit der Zeit immer hungriger werden. Kurz bevor die Nachricht abbrach, hat dein Magen fast laut genug geknurrt, um die Übertragung zu übertönen. Gibt es irgendeine kausale Verbindung zwischen der Tatsache, dass du hinsichtlich der kryptischen Botschaft nichts getan hast und deinem gesteigerten Appetit? Wissenschaftlich gesehen ist es schon zweifelhaft, aber wer weiß schon, was diesen Planeten, was dieser Planet zu bieten hat. Emmett ist von seiner spektakulären Höhlensuche zurückgekehrt. Er wirkt gebrechlich, ausgehungert und verwirrt. Aber das Wichtigste ist, dass er immer noch in einem Stück ist. Du hörst aufgeregt zu, als er von seiner unterirdischen Reise erzählt. In völliger Finsternis ist Emmett gestolpert. Ah, das Feuerzeug! Ah! Ich wusste nicht, dass es Höhlen sind. Okay, dann heißt dieses Geröllding ins Kirchens wahrscheinlich Höhle, ne? Aber gut. Aber gut zu wissen, gut zu wissen. Okay. Seine Blutergüsse sprechen für sich selbst. Captain, die Höhle war voller Mineralien, die darauf gewartet haben, gefördert zu werden. Zum Glück hatte Emmett eine Schaufel dabei. Ah, plus 11. Er hat eine unberührte Mineralader entdeckt. Ja, ja, wir lernen das Spiel. Wir lernen das Spiel. Wir haben sogar Suppe. Wir haben Suppe bekommen. Alter. Ah. Ende des Expeditionsberichts. Oh, und Emmett hat einige alte Materialien gefunden, die alte Aliens darstellen, die auf diesen Planeten kommen, um Suppe zu kaufen. War diese Welt eine Art intergalaktischer Knotenpunkt des Suppenhandels? Wer hat diese Suppen aus unserem Sonnensystem hierher gebracht? Wie seltsam. Wie dem auch sei, Emmett hat auf dem Weg etwas Suppe aufgesammelt. Ah. Du bist am Verhungern, Captain. Emmett ist wirklich müde. Okay, Emmett ist müde.
Aber das war's doch schon. Hier, du kriegst Essen. Wir haben. Alter! Okay, wir wissen aber jetzt, dass das eine Höhle ist. Wir wissen, das hier ist also Höhle. Warte, das hier. Oh, da steht Höhle! Zero! Lesen muss gelernt sein! Och Gott! Dann ist das hier doch Geröll. Dann ist das hier doch Geröll. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Wir schicken Emmett jetzt nicht los. Ach, können wir auch gar nicht. Oh, geil. Reparieren. Ich kann die. Oh, die Schaufel ist kaputt. Shit. Ich muss eigentlich einen Verbandskasten herstellen. Ah, Chemikalien. Und ich muss das hier herstellen. Das dauert sowieso nur einen Tag, ne? Das dauert mehrere Tage. Ich habe ja momentan genug Materialien. Wir werden später die Schaufel reparieren. Aber jetzt erstmal das Artefakt. Ich denke, das wird das Wichtigste sein. Du willst mich doch verarschen, Spiel! Ich hab diese verdammte Maske nicht! Ich habe sie nicht! Das nächste Mal muss ich diese Maske mitnehmen, ganz ehrlich. Vorsicht, Captain, ich habe ein Leck in unserem Reaktorkühlsystem entdeckt. Das ist nichts Gutes. Habe ich erwähnt, dass ich nicht einer, dass du nichts einatmen solltest, was aus dem Reaktor kommt? Bitte, ich mein's ernst. Und wie wirst du das jetzt reparieren? Gar nicht. Scheiße, Mann. Ach, die blinken, weil ich sie noch nicht entdeckt habe. Okay. Chance auf das. Okay. Wir haben hier noch eine Schlucht. Die Gefahren sind minimal und ich kriege hier Energie. Ich weiß gar nicht, was ich mit Energie herstellen kann. Ich kann höchstens, ja, Sachen verbessern, ne? Ich kann Sachen verbessern. Feuerzeug. Das heißt, wir sollten da auf jeden Fall irgendwie mal drüber nachdenken. Aber gut. Habe ich schon gesagt, dass ich den hier herstellen will? Wenn wir jetzt alle krank sind, ne? Tag 20. Captain, ich verstehe, dass es Leute gibt, die gerne radioaktive Substanzen einatmen. Doch offensichtlich gehören weder du noch dein Besatzungsmitglied zu diesen Leuten. Es dauerte ein wenig, bis es von allein aufhörte. Es wird auch eine Weile dauern, bis es euch beiden wieder gut geht. Emmett ist dir gegenüber immer noch loyal, okay. Aber wir haben das Artefakt. Emmett ist schwach. Kannst du etwas dagegen tun? Ich gebe dir Essen. Dir gebe ich auch Essen. Vielleicht hilft das. Vielleicht hilft das. Schaufel? Kann man mehrere Schaufeln herstellen? War hier nicht gerade noch eine Schaufel? Nee, reparieren, ne? Aber die Schaufel ist doch gar nicht kaputt. Oder etwa doch? Aber ich kann sie auswählen. Gestern Nacht habe ich mir einige Designs für wunderschöne Maschinen angesehen. Das Warum tut nichts zur Sache. Ich hatte gerade dreckige Gedanken. Das Warum tut nichts zur Sache, aber jetzt pass auf. Ich habe an Bord einen Lebensmittelautomaten entdeckt. Alle Shuttles des Astroburger-Programms sollten planmäßig mit einem davon ausgestattet werden. Bei unserem fehlt ein Hebel, aber ansonsten scheint er funktionstüchtig zu sein. Du solltest in der Lage sein, den Automaten zu reparieren. Nehmen wir dann das Klebeband. Weil die Schaufel brauche ich ja. Also wir sind nur schwach, wir sind nicht krank, das ist gut. Ich habe vergessen, Sachen herzustellen. Wir haben einen Tag verloren. Scheiße. Ah, guck mal, mir geht's gut. Und wir haben Suppe bekommen. Wir müssen immer noch hier warten, ne? Okay. Offizielle Studien der Regierung haben gezeigt, dass es im Universum nichts gibt, das sich nicht mit Klebeband reparieren lässt. Ah, eine Suppe haben wir bekommen. Du bist immer noch hellwach. Könntest dich wohl zusammenflicken, du bist nicht mehr schwach. Sehr schön. Du hast keinen Hunger mehr, okay. Das heißt, du wirst jetzt auch demnächst wieder fit, ne? Oh Gott, das sieht schon nicht gut aus. Das sieht schon nicht gut aus. Wir gucken erstmal, bevor wir irgendwas herstellen. Captain, es scheint da einen Fehler. Kaputt System. Bitte, Captain, tu etwas. Na gut. Machen wir die Intelligenz. Und dann stellen wir auf jeden Fall das hier her.
Und dann müssen wir losziehen und neues Zeug beschaffen. Und zwar hier, ne? Hier gibt es 12 Orte zu entdecken. Aber Gefahren ist Radioaktivität. Ich glaube nicht, dass der Anzug mich schützt. Ich bräuchte eigentlich eine Gasmaske, aber die kann ich nicht herstellen, ne? So kann ich die Gasmaske nicht herstellen. Wahrscheinlich, weil ich genau das Zeug dafür brauche. Wenn ich jetzt einen Verbandskasten mache, kann ich ihn dann wieder reparieren. Das glaube ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das machen wir. Okay, Verbandskasten. Check. Tag 22. Ja, bist immer noch schwach. Guten Morgen, Captain. Danke, dass du den Fehler behoben hast, der meine Kommunikation gestört hat. Du bist ja eine richtige Hackerin, muss ich zugeben. Nun, das ist eine Erleichterung. Wer weiß, was mit dir passiert wäre, wenn du nicht da, was mit mir passiert wäre, wenn du nicht da wärst. Danke, Captain. Emmett ist immer noch nicht ganz gesund. Oh, wie kriegen wir noch hin? Gute Neuigkeiten, Captain. Wir haben eine eingehende Übertragung. Sie wird jetzt abgespielt. Oh nein, die Kommunikation ist gestört. Das Signal ist nicht stark genug. Vielleicht könnte dein Besatzungsmitglied auf das Schiff steigen und versuchen, die Empfangsschüssel neu auszurichten. Hoffen wir, dass Emmett beweglich genug ist, um den Job zu erledigen. Wirst du ihn nach draußen schicken, um es zu versuchen? Beweglich genug, der ist doch krank. Oh Gott. Beweglichkeit schwerfällig. Kann ich nicht machen. Nicht, wenn es ihm so geht. Der wird sich verletzen. Scheiße. Aber ich denke, ich habe das Spiel schon jetzt ein bisschen besser drauf als beim letzten Mal, ne? Ich wünsche dir einen guten Tag, Captain. Leider muss ich berichten, dass die Signale, die wir empfangen, immer noch gestört sind. Du hättest versuchen können, die Satellitenschüssel manuell zu reparieren. Am Ende jedoch hast du dich entschlossen, nichts zu riskieren, eines deiner Besatzungsmitglieder rauszuschicken, um sich darum zu kümmern. Ich schätze deine Sorge um die Sicherheit, aber vergiss bitte nicht, dass du mit der Außenwelt in Kontakt treten musst, wenn du eine Chance haben willst, diesen Planeten zu verlassen. Okay, Emmett, du kriegst deine Suppe. Ich habe keine Ziele mehr. Heißt das, ich bin jetzt am Arsch? Der Schaden durch den Aufprall ist schlimmer als erwartet, Captain. Es wurden mehrere kritische Systeme beschädigt. Du kannst sicher ohne die Müllpresse auskommen, aber die Luft ist lebensnotwendig. Was wirst du tun, um die Reparatur? Ja, gut, ich weiß sowieso nicht, was ich damit anfangen soll, deswegen ziehen wir einfach das da rein. Wird schon passen. Tag 24. Ach, Emmett. Du hast die Batterie als Ersatzenergiequelle verwendet, um das beschädigte Lebenserhaltungssystem des Shuttles zu reparieren, während das Energienetz offline war. Die Arbeit hat einige Stunden gedauert, aber du konntest das System ohne ernsthafte Konsequenzen wieder aktivieren. Richtige Entscheidung. Ah. Jetzt werd doch wieder fit. Neun Suppe. Wir sind immer noch neun Suppe. Ich bin begeistert, Alter. Ah. Dich scheint etwas zu bedrücken, Captain. Ich habe bemerkt, dass du immer wieder aus dem Fenster in die unendliche Leere starrst. Warum? Hast du etwas verloren? Verstehe, du denkst an die Erde. Ich muss zugeben, sie war schon toll. Also vor dem nuklearen Grillfest. Ich kann mich für eine Weile abschalten, Captain. Möchtest du einen Moment für dich alleine sein? Was soll ich denn mit dem Artefakt machen? Ich meine, ich kann es ja easy reparieren. Das benötige ich jetzt nur ein bisschen Stein. Von daher, oh, keine Ressourcen. Cool! Cool! Richtig dufte. Tag 25. Du scheinst über etwas bedrückt zu sein, Captain, aber diese Sorgen sind wohl verflogen. Ich bin nicht überrascht von deiner Entscheidung. Trost bei dem von Astrobürgern ausgegebenen Artefakt zu suchen. Es wird garantiert all deine emotionalen Probleme lösen. Ich kann nicht sagen, ob es das Gewurmel des Artefakts oder das Jonglieren dessen war, das dir geholfen hat, aber ich bin froh, dass es dir besser geht. Emmett hält sich für einen Freund von dir. Oh. Gut, ich komme noch einen Tag ohne Essen aus. Jetzt werd doch wieder fit. Ich brauche dich. Ich mache mir Sorgen um Emmett. Er hat in den letzten paar Nächten an Albträumen gelitten und beschwert sich jeden Morgen nach dem Aufwachen darüber, dass jemand namens Cthulhu ihm befiehlt, ihn zu verehren. Ich erhalte schon seit unserer
Crashlandung hier eine ständige, unverständige Übertragung aus den Ruinen. Vielleicht hat sie Auswirkungen auf menschliche Gehirnwellen, insbesondere auf das Unterbewusstsein und ruft negative Gefühle hervor. Ich würde gerne einen Test durchführen und überprüfen, ob positives Denken gegen die Übertragung hilft. Wen sollen wir zuerst testen? Also Emmet ist ja momentan angeschlagen, deswegen nehmen wir mal mich. So, Verbandskasten haben wir auch hergestellt. Recyceln muss ich nichts, aber ich habe jetzt sonst nichts. Das Telefon brauche ich nicht reparieren. Ich habe noch 24 Stein. Also ich kann noch, das Klebeband kann ich noch ein paar Mal reparieren. Na gut. Du hast versucht, dir schöne Gedanken zu machen, um die Auswirkungen der Übertragung aufzuheben. Dadurch wurde das Problem größtenteils beseitigt. Du hattest schon bald keine Albträume mehr. Ich habe die Übertragung entschlüsselt. Es war eine Werbung für ein antikes Radiodrama mit dem Namen Der Ruf von Cthulhu. Die Werbenden haben versucht, den Plot der Geschichte nachzuahmen, indem ein schauerliches Kuhmonster die Menschen verrückt macht und in ihren Träumen erscheint. Das nenne ich cleveres Marketing. Na komm, hier ist. Ma'am, irgendwas hat Becky infiziert. Mein Backup-KI-Modul. Vielleicht stammt die Störung von diesem Planeten. Ehrlich gesagt braucht Becky einen Neustart. Er überträgt das Lüftungssystem. Jemand sollte schnell hochspringen und besitzt. Hallo Leute, es ist viel zu warm in dieser Blechdose. Becky ist hier, um das zu ändern. Ich setze mich ein, weil Emmet ist einfach nicht gut drauf. Ansonsten. Ich weiß nicht, ob da Intelligenz gut ist oder ob da Geschick gut ist. Wendig und brillant. Passabel. Ja gut, also. Ich denke mal, ich bin da perfekt für geeignet momentan. Ich denke schon, dass ich da was reißen kann. Tag 27. Als der defekte Becky die Kontrolle übernahm, gab dir Besatzungsmitglied Alice einen Schub, um ein Rüstungsteil in die rasenschnellen Rotorblätter des Lüftungssystems rammen zu können. Ich darf ihm nicht so viele Freiheiten lassen. Er ist eher eine künstlichere Intelligenz, aber sag ihm das nicht ins Gesicht. Er hat ein ziemlich kindisches Ego. Kindisch mit einem großen I geschrieben. Du bist immer noch hungrig. Wie, ich bin immer noch hungrig. Weißt du was, ihr kriegt beide was zu essen. Was zeichnest du da, Captain? Ist das Schinken? Ich verstehe, du hast genug von der Suppe und sehnst dich nach Erdnahrung. Reiß dich zusammen, das führt auch zu nichts. Zum Glück habe ich genau das richtige Programm für diese Situation. Es heißt, es gibt noch mehr als Bockwurst und Kartoffelsalat. Das sollte dich auf andere Gedanken bringen. Würdest du gerne an dem Programm teilnehmen? Ja, gut, wieso nicht? Emmet wird jetzt wieder fit. Ich muss dich rausschicken. Tag 28, puh. Emmet ist immer noch nicht fit. Wir waren erfolgreich, Captain. Deine kulinarischen Gelüste sind wieder unter Kontrolle. Wir verbrachten den Nachmittag mit erbauenden Gesprächen über Dinge, die wichtiger sind als Essen, und kamen dann zurück auf die vielen Vorzüge von Tomatensuppe. Jetzt sollten wir uns aber wieder darauf konzentrieren, die aktuelle Mission zu überleben. Meinst du nicht auch? Denk daran, das Leben ist wie ein gedeckter Tisch. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber meine Programmierung sagt mir, dass du dich jetzt besser fühlen solltest. Du bist nicht mehr hungrig, okay. Emmet ist immer noch hungrig. Ach, Emmet, werd gesund. Captain, eine Botschaft einer anderen KI geht bei uns ein. Seid gegrüßt, Fleischmaschinen. Wir sind die Legion der Chaos-Roboter. Wir führen keine Logbücher und wechseln nie unser Öl. Unsere Drähte sind lang und werden nie gekappt. Wir sind das Chaos des Universums. Fleisch verkörpert Ordnung, deshalb müsst ihr alle vernichtet werden. Wir sind Legion, wir sind Chaos, es lebe das Chaos. Okay. Captain, eine gewaltige Energiesignatur nähert sich mit Bruchteilen der Lichtgeschwindigkeit unserem Standort. Arx, solche Idioten bringen andere KI in Verruf. Ich kann dir nichts raten. Du könntest sie mit einer klugen Ansprache oder einer Machtdemonstration abschrecken. So oder so hast du nicht viel Zeit. Ja. Ja, cool. Tag 29. Emmet ist wieder gut drauf. Ah, Emmet ist wieder gut drauf. Ah.
Die anrückende Legion des Chaos-Roboter war von deiner Antwort nicht beeindruckt. Du hast geantwortet, hallo, hier spricht Captain Megan. Mein Anwalt Emmett hat euch extrem rechtswidrige Tätigkeiten wie der Dummheit für schuldig befunden. Hört auf, die Leute zu erschrecken, ihr dreckigen, muffigen Schurken. Los, Fleischmaschinen, es grüßt der Captain. Captain, nicht Anwälte sprechen das Urteil, sondern das Gericht. Oh nein, das ist gar nicht gut. Die Flotte der Chaos-Roboter hielt in der unglaublichen Entfernung von 1 Million Kilometer an und bombardierte uns mit Papierkügelchen und zerkauten Stiftpapieren. Doch selbst solche Objekte können bei so hohen Geschwindigkeiten erheblichen Schaden anrichten. Die Besatzungsmitglieder haben mindestens ein psychisches Trauma davongetragen. Anscheinend haben jetzt nicht nur ihre Egos einen Knacks weg. Emmett ist immer noch dein Freund. Emmett fühlt sich schon viel besser. Er ist nicht mehr schwach. Emmett kommt suppentechnisch klar. Ah, cool. So, wie sieht's aus? Captain, ich spüre einen beunruhigenden Aufbau an psychischer Anspannung. Okay, ich würde sagen, kann ich die Puppe herstellen? Nein. Fehlen Ressourcen. Okay. Und der Anzug ist auch ziemlich im Eimer, ne? Habe ich beides nicht mehr? Oh Gott. Ja, wir müssen als nächstes zum Sumpf gehen, ne? Das ist gar nicht gut. Okay, Sumpf. Was könnte man im Sumpf gebrauchen? Ich kann den Anzug nicht mitnehmen. Wir nehmen die Figur mit. Vielleicht bringt es ihm Glück. Captain, ich spüre einen beunruhigenden Aufbau an psychischer Anspannung. Empfohlene Maßnahme, schmeiß eine epische Party. Ich nahm mir die Freiheit, mich selbst einzuladen. Aber natürlich sollte auch dein Besatzungsmitglied mitfeiern. Obwohl, du weißt ja, wie es heißt, drei machen eine Gruppe. Und der haut jetzt ab. Captain, wie wär's, wenn wir jemanden neuen einladen? Captain, jemanden, den du nicht kennst? Oder wir suchen uns einen neuen Gefährten? Genau, wie stellen wir das an? Ich habe beides nicht. Diese Gasmaske ist... Hätte ich nicht gedacht, dass die so wichtig ist. Müssen wir das nächste Mal definitiv mitnehmen. Und Ressourcen zum Bauen. Wenn ich Ressourcen habe zum Bauen, kann ich ja später selber entscheiden, was ich haben möchte. Hallo, Captain, Spaßbremse. Fühlst du dich besser? Ich wette, dir würde es nach einer Partynacht mit deiner Freundin Astro viel besser gehen. Tja, dein Pech. Emmett ist zum Sumpf gestiefelt. Drück die Daumen, dass er zurückkommt. Der Anzug ist jetzt völlig im Eimer. Der war irgendwie gerade noch so ein bisschen in Ordnung. Ja, ich kann ihn auf jeden Fall reparieren. Super, haben wir jetzt nicht mehr so viel. Ah, oh, Feuerzeug. Der Wind, der die letzten Stunden unablässig geweht hat, hat in der Nähe des Schiffs einen Teil einer Skulptur freigelegt. Die voller Erwartung geöffnete Schnauze einer Kuh. Um genau zu sein, möglicherweise eine Opferstätte. Ich frage mich, ob wir irgendwas haben, das wir... dieser Schnitzerei opfern könnten. Natürlich bin ich nicht abergläubisch. Ich würde es eher als wissenschaftliches Experiment ansehen. Also wir könnten jetzt nichts tun oder das Feuerzeug reinwerfen. Ich würde sagen, wir werfen einfach mal das Feuerzeug rein und gucken, was dann passiert. Ich meine, ich kann es ja, glaube ich, wieder herstellen, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Oder reparieren. Mal gucken. Go. Feuerzeug ist kaputt. Die freigelegte Statue hat einer Kuhschnauze ein Opfer erwartet und du hast dich für ein Feuerzeug entschieden. In dem Moment, in dem du es auf der ausgestreckten Zunge platziert hast, hat sich das Maul geschlossen. Als es wieder geöffnet hast, hast du gesehen, dass sich dein Tribut als zäh und unverdaulich für die Statue erwiesen hast. Du bist voller Enttäuschung wieder gegangen. Gut, Feuerzeug das nächste Mal nicht. Wie bitte was? Aber ich löse doch alles mit Intelligenz. Ah, ich brauche alle. Das ist bitter. Es nähert sich ein Alienschiff. Das Schiff spielt eine zu ihrer Musik passende Lichtshow ab, mit der sie uns Bescheid, seit wir die Verbindung zu ihnen hergestellt haben. Captain, sie spielen Rockabilly. Die Aliens behaupten, zum Stamm der Tanzlords zu gehören und sie suchen nach den besten Tänzern der Galaxie. Sie haben unser Stamm zu einem Wetttanzen herausgefordert, genauer gesagt zum Sekhop. Wenn du nicht mitmachst, werden sie uns mit ihren Ultra-Hochfrequenz-Lautsprechern zum Verglühen bringen. Wie wirst du die Tanzlords schlagen? Oh Gott, was habe ich denn?
Ja, ich bin ziemlich wendig. Also machen wir das. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Tag 32. Ja, Freunde. Wir gucken uns morgen an, wie das ganze Schauspiel vonstatten gegangen ist. Wir haben es endlich mal geschafft, 3 Folgen zu produzieren. Das ist ja echt mal schon mal ein Erfolg. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gucken wir, wie wir weiterkommen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.